Ist eigentlich völlig egal, wo wir zuerst lang gehen. Da kommt der aber gleich, also machen wir den. So, da müssen wir hinspringen. So, jetzt kommt wieder so ein kleines härteres Teil. Zack. Perfekt. Und jetzt kommt ein ziemlich tricky Move dann. Wir müssen an das Ding rüberspringen. Und das finde ich ziemlich cool. Okay, runter. So, und wieder hoch. Okay. Auf dem Rückweg dann. So, wieso sind die jetzt auf einmal nicht mehr gerade? Wie soll ich jetzt da rüberkommen? Wenn die immer genau entgegengesetzt sind. Vielleicht jetzt? Das müsste doch gut ausschauen. Ja, und zack. Puh. Nummer 6. Nummer 7. Gut, das könnte man theoretisch runterhüpfen. Oder wir machen es ganz cool und bleiben oben. Ja, jetzt müssen wir wieder so lange warten. Ich versuche einfach mal schräg zu springen. Jawohl. So. Ist das Ding da? Ja. Oh. Okay, wir müssen eh nur noch in die eine Richtung. Das passt schon so. Da der coole Schatten von dem Ding. Ich weiß ja nicht, ob das realistisch ist, aber ist der Schatten. Bleibt Schatten auf Wasser? Ich weiß es gar nicht. Oh, da bin ich jetzt echt überfragt. Wenn man vor Wasser steht, spiegelt man sich dann im Schatten? Spiegelt man sich dann. Nicht spiegelt. Ist der Schatten von einem dann im Wasser oder? Ja, klar ist der. Na klar ist der im Wasser. Ich bin auch so schlau. Oh Mann. Denkfehler. Ja, klar, der ist auf der Wasseroberfläche. Das ist dann schon richtig. Aber es sieht halt natürlich so komisch aus, wie das da unten gerade. Deswegen hat mich das leicht verwirrt. Gut. Einmal dahin springen und jetzt nochmal. Oh, jetzt müssen wir wieder wechseln. So, einmal. So, was ist das zweite? Zack. Okay. Müssen wir nur noch dahin. Und jetzt müssen wir nur noch hier hinspringen. Sehr gut. Und da ist die letzte. Ach, schön. Es kommt bald wieder eine Wasserwelt im Obergeschoss dann. Jawohl, da ist er. Unser 100-Münzen-Stern, endlich. Und gleichzeitig mit einer Münze zwei Sterne freigeschaltet. So muss das sein. So, ich hoffe, die Säule fährt jetzt nicht weg. Und wie die wegfährt. Und? Jawohl. Und die auch. Ah! Okay, dann müssen wir jetzt einfach nochmal einmal hochklettern und dann sind wir fertig mit dieser Welt. Oder? Sind wir dann überhaupt schon fertig? Haben wir jetzt schon. Wäre das dann ja schon der 6. Stern oder ist das erst der 5.? Ich wüsste nicht, was noch kommt. Also müssen wir es dann eigentlich geschafft haben. Und da ist er auch schon. Schön. Macht immer wieder Spaß, goldene Sterne zu sehen. Und wir hüpfen. Ganz riskant. Zack, Stern Nummer 65. So, ich guck gleich mal im Menü, ob wir fertig sind. Springen zu den roten Münzen. Eine fehlt doch noch. Ach ja, eine fehlt noch, genau. Okay. Haha. So. Oh, ich stehe. Schaut mal. Eigentlich voll drin. Oh, immer noch voll drin. Hä? Hä? Jetzt was? Was war das? Gut, ich gucke hier nochmal ganz kurz was. Folge dem Fisch, ja, ich weiß schon, aber ich wollte noch mal ganz kurz gucken, wie es funktioniert. Ich hatte es nämlich vorher auf der Wiki-Seite mal ganz kurz offen. Ich versuche noch mal hinzugehen, denn ich weiß nicht auswendig, wie das funktioniert. Wir müssen dem Fisch auf jeden Fall folgen da unten. Es ist nur die Frage, was für ein. Okay, ich lade mal die Seite nebenbei und schwimme mal runter. Den Fischen wird es ja schlecht sein. Gut, was gibt's denn hier noch für Fische? Die sind's auch nicht. Muscheln. Wo ist denn der? Falls der überhaupt einer ist. Da oben, der wird's sein. Der sieht ganz anders aus als die anderen. Wo bist du? Da bist du, mein Freund. Dem Kugelfisch, der sieht so. Der sieht ganz anders aus als sonst. Deswegen verfolgen wir den einfach mal. Vielleicht muss ich ihn berühren?
Oder dem Rochen. Ja, schaut mal, wie er stehen bleibt. Irgendwie... Irgendwie nö. Hä, der ist da gerade in die Wand gegangen. Er bleibt vor der Wand stehen. Dann kann ich doch hier bestimmt einfach durch die Wand. Durch die Wand. Nee, kann ich nicht. Oh. Okay, schnell nach oben. Okay, ich guck nochmal ganz kurz in der Wiki, ne? Na komm, tauch auf. So lädt denn die Seite nicht? Hm. Gut, den Rochen könnten wir noch. Ah, okay, jetzt weiß ich's. Wir müssen einfach nur durch die Ringe, die der Rochen hier macht. Nummer 1. Super schwere Mission, einfach durch die Ringe zu schwimmen. 3. Oh, hab ich den gerade. Ich hab die gerade verfehlt, oder? Der sagt super schwer, ironisch und dann komme ich nicht durch. Ach, schaut mal, ich glaube, die brauchen ein bisschen, bis die komplett aufgebaut sind. Ja, 1, 2. Jetzt sind wir durch. Nummer 3. Da sind wir auch durch. Und der 5. Jawohl. Ach ja, genau. Genau über den Strudel. na komm. Jawohl, haben wir ihn. Nummer 66. Here we go. Yeah. Damit sind wir fertig mit... Oh, ich habe aus Versehen Speichern und Ende gemacht. Press Start to play. Ja, wir pressen natürlich Start to play. Und laden den hier. Wir haben schon meinen alten Spielstand überholt übrigens. Ja, und starten mal nochmal im Schlossgarten, der ist doch auch schön anzusehen. Okay, also einfach wieder hoch. Was heißt hoch rein? So, entweder gehen wir jetzt nach oben oder wir machen die Gespensterwelt, auf die ich null Lust habe. Das heißt, wir gehen nach oben. Ja, wenn wir die Gespensterwelt gleich gemacht hätten, dann wären wir hier unten fertig gewesen. So hätten wir es schon, aber machen wir später. So, ich möchte gleich mal ganz kurz was ausprobieren. Nämlich... Ihr seht ja schon ein paar Welten, die wir auch schon kennen. Das hier zum Beispiel oder das hier. Da gibt es noch eine schöne Welt. Ich gehe einmal nach oben. Komme ich hier schon rein? Ja, ich komme hier rein. Und zeige euch gleich mal den kleinen Trick. Die mystische Kraft der Tür. Der Stern öffnet die Tür. Ja, so was. Gut, wenn wir jetzt hier schon durchkommen, kann ich euch schon einen kleinen Trick zeigen. Kommen wir hier schon durch? 70 Sterne, okay. Ach, wir sind ja durch. Okay, ihr seht hier eine endlose Treppe. Ihr seht da oben schon, das Ende verschiebt sich immer weiter nach hinten. So, ich zeige euch jetzt, wie man hier hochkommt. Wir drehen mal ganz kurz die Kamera. Und wir sind eigentlich fast unten. Wir springen einmal nach unten mit dem Weitsprung und springen jetzt hier nach oben, drücken den linken Stick nach hinten und springen nach oben. Ihr seht, manchmal haken wir uns so ein bisschen fest und genau das wird der Trick, auf den wir uns versteifen werden. So, jetzt ist gut, wir kommen schon näher. Oh, jetzt wird es klappen. Jetzt hat Schatz und zack, hochgebackt und wir sind oben und wir gehen hier mal ganz kurz rein. Zack. Und wir sind in der letzten Bowser-Welt, Bowsers Luftschloss. Wenn wir die Welt fertig haben, wären wir fertig mit dem Spiel. Dann kommt schon der Abspann. Machen wir natürlich nicht, denn wir wollen ja alle Sterne. Ihr seht, wir könnten jetzt schon das Spiel beenden mit 66, obwohl man es eigentlich erst ab 70 machen könnte. Alles klar. Krass, oder? Dass man mit so wenig Sternen schon durchspielen könnte. Wir könnten also jetzt schon das Spiel beenden. Aber das wäre irgendwie nicht befriedigend, wenn wir nicht wirklich alle Sterne haben. Wir haben hier die ganze oberen Teil noch nicht gemacht. So, war das nicht so, dass dieser Toad hier auch nochmal was gibt? Ein Stern? Ne, dann war es der andere. Hier stehen nämlich gleich zwei. Der ist der andere. Und dann würde ich mal sagen, beende ich mal die Aufnahme. Du gibst mir einen, oder? Jawohl, Nummer 67. Alles klar, Leute, mit 67 Sternen würde ich sagen, ich verabschiede mich
Und hoffentlich seid ihr wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario 64. Ciao Leute!